Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, meine Pokis sind abgelaufen, das heißt, wir werden uns in diesem Part umkümmern, hoffentlich ein paar Pokis zu bekommen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-L. Fuck! Die Reihenfolge ist wie folgt: erst King Fossi, der ist der wichtigste Schaden, danach Vasopilami. Und wenn wir dann noch Truhen haben, bei Queenie. Ich hoffe wirklich, dass es klappen wird, denn ja, beim letzten Mal hatten wir nicht so viel Glück, aber davor hatten wir immer verdammt viel Glück. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder verdammt viel Glück haben. Ich glaube, mein größter Erfolg war immer mit 12 Welpies, 3 Porkies. Aber naja, Kahn wäre mir lieber. Aber wir reden gar nicht weiter drum rum. Wir haben genug Truhen, das auf jeden Fall. Aber ich hoffe, wir brauchen nicht viele. Und wenn wir viele brauchen, dann hätte ich gerne ein paar magische Steine. Das wäre auch ganz okay. Okay, wir legen los. Erste. Segen des Lebens. Magischer Stein. Ja gut, okay. Segi. Segen des Lebens. Medaillen des Drachen, da haben wir es. Kahn-Siegel. Nice! Nice! Ey, das fängt schon wieder minimal gut an, ne? 6 Truhen, einen magischen Stein, ein Porky. Ja gut, hab ich gesagt. Ist ja auch egal. Wir sehen uns gleich auf Vasopilami wieder. Bis gleich. So, da bin ich auf Vasopilami. Also, wenn es weiterhin so läuft, dann wäre das verdammt geil. Wir schauen einfach mal. Buch des Anführers. Buch des Anführers. Schmiedehandbuch. Steinhandbuch. Das ist Schrumpfkopf. Da haben wir das Porky-Siegel. Bam, 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 bam. Oh, ich sehe jetzt schon die Kommentare. Das ist einfach jeden scheiß Part so. Du Wichser! Du Hurensohn! Ich brauche über 1000! Und du! Ja, ist extra. Ich mach das extra. Ihr könntet das ja auch extra machen, so, ne? Also. Ach da, okay. Dö. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss bei Queenie das Inventar leer machen. Okay, bis gleich. So, da sind wir auf Queenie. Ja, hier ist gerade ein bisschen chaotisch, minimal. Aber hey. Das kriegen wir schon hin. Erste Truhe, BDA, Trumpfköpfe. Oh Mann, das wird ein Shitstorm geben. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so schnell geht. Wie viel haben wir jetzt auf King Fossi? 6. Auf Vasopilami 6, auf Queenie 3. Und wir haben 3 Porkies. Oder warte, ich schau mal. Bei Vasopilami haben wir einen Porky, bei Queenie haben wir einen Porky und bei King Fossi meine ich einen Kahn. Und noch einen magischen Stein. Ja, doch, das ist ganz okay. Pass auf. Damit diese Folge noch ein bisschen krasser wird, ich finde, so ist das schon krass, aber damit die Folge noch krasser wird, ich hole jetzt mein Rubinarmband plus 8 und dann versuchen wir das noch zu uppen. Das wär's auch, oder? Komm, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich musste das Armband mal kurz suchen, aber ich hab's gefunden. Das war bisher schon eine echt coole Folge, denke ich. Aber es wäre wahrscheinlich noch verdammt viel geiler, wenn wir jetzt noch das Rubinarmband plus 9 bekommen. Wir wissen alle, was passieren wird. Es wird natürlich nicht klappen, weil Truhen aufmachen ist was komplett anderes als Appen bei mir. Bei den Appen ist ja immer so, ne? Aber bei Truhen aufmachen ist, yeah. Ich werde jetzt den magischen Stein draufziehen. Puh. Okay. Ich werde jetzt gleich die Augen zumachen und ja,
Ich weiß, es sind jetzt gerade keine guten Buddies drauf, nur mal so nebenbei. Aber ich schätze nicht, dass es klappen wird. Aber ich rede gar nicht drum rum. Ich mach die Augen zu. 3, 2, 1. Kaputt wahrscheinlich, ne? Ja. Ja gut, man kann nicht alles haben. Ihr wisst ja, Appen ist was anderes bei mir. Aber ich finde, das war eine krasse Folge. Wenn es euch auch gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Und gerne einen Kommentar schreiben und so weiter. Und ihr könnt mir ja auch mal gerne sagen, was für ein Penner ich bin, weil ich so viel Glück habe beim Welpentruhen aufmachen. Aber naja, was will man machen, ne? Kann ich ja auch nichts für. Das war's für diese Folge. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt übrigens auch Twitter. Müssen wir in die Kommentare schreiben, benutze ich überhaupt Twitter oder so. Und ja, ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.